Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty Rusty Rust. Ihr seht es gerade, ich crafte gerade noch ein bisschen Double Barrels. Und die Frage ist halt, wie gesagt, wir haben jetzt nochmal so 3-4 Folgen, die ich machen werde. Vielleicht mache ich dann morgen nochmal so 3-4 Folgen, so 2 Stündchen halt, je nachdem, was wir am Ende jetzt von diesen 3-4 Folgen noch an Waffen liegen haben. Die Frage ist halt, was wollen wir jetzt machen? Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir könnten gucken, ob wir noch irgendwie ein Double Barrel Raid machen, ob wir noch irgendwas finden mit einer Holztür drin. Was wir mit Sicherheit finden werden, denke ich. Laufen wir ein bisschen rum, suchen uns irgendwie einen Fight oder sowas. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal Kraftwerk looten. Einfach in der Hoffnung, dass wir da auf denjenigen treffen, der da auch immer rumrennt. Oder mindestens einen. Ich weiß, es können natürlich auch mehrere sein, keine Ahnung. Weil da ist ja immer gelootet. Ich habe auf jeden Fall 3 Sets liegen jetzt. Ne? Problem, was wir haben, ist jetzt... Das ist alles, was ich in Schießpulver habe. 392. Ich könnte die Muni leeren. Scrap haben wir auf jeden Fall genug. Wir haben einen Forschungstisch. Machen wir jetzt auch mal eben. Ich würde halt ganz gerne nochmal in so ein Portal gehen, wenn wir eins finden würden. Das war noch so eine Angelegenheit, die ich ganz gerne machen wollen würde. Ja. Das sind die Sachen, die wir jetzt zur Auswahl haben. Problem ist halt, ja, ihr seht, also jetzt nochmal, um auf das Thema Raid zurückzukommen. Wie sollte ich raiden, Alter? Ich habe noch nicht immer genug Schießpulver gerade, um genug Munition herzustellen. Ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Pistol-Muni nochmal machen, dass wir da was liegen haben. Das hat auf jeden Fall Priorität. Aber ihr seht, dann wäre das Schießpulver weg, Alter. 78 Stück gerade mal. Ja. Schwierig. Ich werde hier auf jeden Fall mal... Wir haben nur eine LR. Wir haben was liegen. Ein 60er Stack. Die LR ist aber geladen, oder? Ja. Okay, dann brauchen wir da nicht so viel. Dann würde ich hier nochmal 20 beimachen. So. Die Sache ist, wollen wir jetzt ein Dingens Raid machen? Double Barrel Raid bräuchte ich wahrscheinlich auch nochmal einen Stack hiervon. Ja. Schwierig halt alles. Schwierig. Wollen wir ein bisschen fighten? Ich brauche auf jeden Fall Pistol-Muni. Also, das war's. That's all. That's all what we can do. Das heißt, ich müsste jetzt echt erstmal rumlaufen und so versuchen. Ja. Ist halt tricky. Aber, ja. Können wir natürlich auch tun. Ne? Aber dann seht ihr es auch schon. 600 Metalfrax ist auch der Rest, den ich habe. Ja. Mal wieder ausschalten. Da hatte ich nur die Tycoon noch reingeballert. Also bedeutet, ich bräuchte jetzt Metalfrax und so vor. Ja. That's the problems. Die wir so gerade haben. Also ich müsste jetzt halt echt nochmal richtig reinfarmen eigentlich hier in die ganze Story, ne? Weiß ich nicht. Also wir werden auf jeden Fall Double Barrel mitnehmen. Da sollten auch jeweils 8 Schuss reichen, einfach. Keine Ahnung, falls wir irgendwie in den Nahkampf kommen. Ich könnte noch Schneejacke leeren, aber fühle ich jetzt auch nicht ganz so. Wir könnten Schalli leeren. Für LR vielleicht. Stoß 4. Ich weiß nicht, wie die LR sich verhält. Wow, die hat weniger Rückstoß wie die M. Na, Respekt. Natürlich auch weniger Schaden. Problem ist, ich kann jetzt halt mal nicht eben 30, 40 Schuss raushauen, um zu gucken, ja, wie ist denn so der Rückstoß? Ah, das ist halt so die Story. So. Ja.
Jetzt nochmal Tunnel machen oder sowas? Nee, fühle ich gar nicht. Habe ich euch jetzt einmal gezeigt, haben wir einmal gemacht. Alles gut, reicht vollkommen aus. Ich habe nochmal ein paar Spritzen hergestellt, das habt ihr ja schon gesehen. Das heißt, wir können auch nochmal zwei mehr mitnehmen. Ja, soll jetzt nicht irgendwie an Spritzen scheitern, wenn wir mit irgendeinem Kampf kommen, ne? Also, sollte auch klar sein. So, wir nehmen mal beide Karten mit, wir nehmen eine Sicherung mit. Und dann gehen wir jetzt einfach nochmal kurz Kraftwerk, gucken, was da so geht. Oder ob da was geht. Und so, das ist erstmal so der erste Plan. Wir haben einen Suti, beziehungsweise zwei. Also einen, den wir verlieren könnten. Das ist, was wir haben. Ja. Und ihr seht jetzt, so wie ich jetzt gespielt habe, wäre hier gar nicht an irgendeinen Raid mit Sprengladung oder so zu denken. Da müsste ich jetzt halt echt sagen, wie ich es ja schon in den vorigen Folgen mal gesagt habe, müsste ich jetzt halt echt sagen, warte, ich nehme mal meinen Ball mit. Ich farm jetzt erstmal ein paar Stunden nur. Ja. Nee. Das ist so eine Sache, die ich einfach nicht mehr so fühle in Rust. Ich sage, ich farm jetzt hier ein paar Stunden nur, um irgendeinen Raid machen zu können. Also das ist. Wenn er so anfangen. Das ist halt so. Das sehe ich halt nicht mehr von meiner Zeit her. So wie es jetzt ist hier, super. Wir haben jetzt ein paar Waffen liegen, geil. Jetzt können wir ein bisschen. Wenn irgendwo Fights sind, können wir hin. Können uns da mal einmischen. Das fühle ich. Ja, wo es munitechnisch eng ist. Ach, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ja. Aber was nehme ich mit? Ja, ich will jetzt nicht schon ein Fazit ziehen. Wie gesagt, ich werde noch so drei Folgen machen, denke ich. Aber was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, wenn ich nächste Mal starte, klar, man lootet ein bisschen, man macht sich eine Werkbank, man macht sich eine Armbrust, man macht sich eine Nägern. Und dann würde ich halt echt gucken, dass man rucki zucki 250 Scrap zusammenkriegt. Oder beziehungsweise 325 oder was. Pistolenkugeln lernt. Eine M92 eintauscht. Ja, und dann damit versucht, ein bisschen was. Ein bisschen was klarzumachen. Ja? Weil da werden wir natürlich, wenn ich jetzt an die Fights von gestern denke, die wir hatten, wären wir halt mit so einer M92 natürlich weit im Vorteil gewesen. Ne, das war doch da hinten erst die Sicherung rein, oder? Bin verwirrt, Alter. Oder ist das jetzt mit der Sicherung hier unten rein? Ja, hier Uniform. Was mit den Schaltern ist, weiß ich halt auch einfach nicht. Oder brauchen wir gar keine Sicherung? War das einfach nur die Schalter umlegen? Es war sonst eine Sicherung da hinten, ja, aber vielleicht haben sie das rausgenommen. Okay, hier ist eine Waffenkiste für Lau, Alter. Das wusste ich auch noch nicht. Ey. Also ich wusste, dass hier eine Kiste ist, ja. Komisch. Alles komisch. So, jetzt brauchen wir aber auch nicht mehr so rumsneaken, so wie bekloppt, ne? Klar, wenn wir jemanden sehen, muss einen Vorteil im Kampf zu verschaffen, logisch. Aber wir haben jetzt mehr wie diese eine Waffe und müssen jetzt nicht hier so rumsneaken und Angst haben um unsere Waffe. Das war nur der Bot, glaube ich, der da war. Waffenkiste, also gut aus. Ja, ich habe keine Ahnung, ey, sonst war es halt echt so, den Schalter umlegen, hierhin, den Sicherung rein, oder? Wie war das? Jetzt gehen wir fürs L-Kit, ne? Ja. Okay, dann brauchen wir ja keine Sicherung.
Gut, wir brauchen drin eine Sicherung für den blauen Bereich. Ja, da seht ihr mal, wie ich das schon gar nicht mehr im Schädel habe. Ich war der festen Meinung, man braucht hier eine Sicherung. Eieieiei. Naja, wenn man so lange kein Rust spielt. Ich habe keine Ahnung, was diese Schalter bewirken. So, wieder Gönnung angesagt hier. So, und selbst wenn wir nur die grüne Karte haben, ihr seht die Kiste, hier haben wir noch eine Kiste. Und sogar alles Waffenkisten, das heißt hier war länger keiner. Ist das immer noch mal eine Theorie, dass die Kisten sich upgraden mit der Zeit. Hier sollte noch eine normale Kiste stehen. Ja. Und oben ist noch mal eine Waffenkiste auch for free. So, Tür ist zu. Weiß ich nicht, ob das von der Zeit her passt oder ob jemand hier ist, womit wir kein Problem haben. Ganz im Fall. Na, und hier kann halt auch noch eine Waffenkiste stehen. Okay, das haben sie aber auch geändert. Das war früher offener hier. Ah, ich muss unten den Schalter erst anmachen. Ja, ich hätte da vorne auch die Dingens hochgehen können hier, die Treppe da. Aber ich mag es, wenn ich höre, ob eine Tür aufgeht. Juhu! Wow, eine große Batterie, wäre gar nicht schlecht, ey. Die rote Karte liegt oben. Wer gönnt er heute nicht? So. Werde ich auch nicht mehr zu kommen. Hab automatische Waffenteile eigentlich auch nicht. Hat erst recht nicht. Das nehmen wir mal mit. Graben war das mal noch weg hier. Das Scrap-mäßig gönnt das Kraftwerk auf jeden Fall. Wir haben halt noch nicht mal 10 Meiler gelootet. Sehen wir hier eine Kiste vielleicht? Ja gut, wir gehen eh durch den Tunnel raus. Eigentlich könnten wir jetzt schon abdackeln. Vom Scrap her, aber. Wir haben noch nicht alles gelootet. Ich meine, vorne die beiden Kisten haben wir auch nicht mitgenommen. Auf jeden Fall noch die beiden Meiler mitnehmen. Und die Waffenkiste da oben. Ich meine, wir können mal gucken, können wir Sulfur eintauschen eigentlich?
Beziehungsweise Schießpulver vielleicht sogar. Kann Steine, Metal Frags eintauschen, Holzen. Gleich mal. Ansonsten klar, wer. Oh, Cargo. Ja, Cargo ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich machen würde, ja. Wenn es jetzt irgendwie so ein Monatsserver wäre. Aber da würde ich auch vielleicht mal ein Eulweg ausprobieren oder sowas. Aber da bin ich halt ein absoluter Lobob, ne? Wir uns ja nichts vormachen. Aber es war auch wieder ein voller, oder es ist auf jeden Fall gerade. Abgesehen vom Lootglück. Aber das kennen wir ja auch bei mir in Rust. Das war schon immer scheiße. Ist ja auch nichts vormachen. Da noch ein Airdroppy. Ich müsste halt auch mal mehr darauf achten, wann Cargo da ist und so. Dann ist halt hier schon wahrscheinlich auch ein bisschen leerer. So. Bio-Eis, wa? Naja, ich guck trotzdem rein. Ja, man hätte mal was zu trinken mitnehmen können. Hede, hede, fahre, kede. Der ist auch pervers, der Typ. So. Und jetzt würde halt Rust erst so richtig anfangen, ne? Jetzt habe ich aber auch schon locker 15 oder 16 Stunden investiert. Aber jetzt mit dem Scrap, den ich vorhin hatte, hätten wir halt halbautomatische Pistole lernen können. Wären schon fast beim Python gewesen. Ja, dann wäre es richtig losgegangen. Die Zeit muss man halt einfach einplanen. Klar, jetzt bei mir war, weil ich so ewig lange nicht gespielt habe, vielleicht 5 Stunden umgepimmelt, mal abziehen oder so. Aber man muss halt schon eine gewisse Zeit erstmal investieren. Das ist halt ganz normal. So. Ich bringe das mal eben nach Hause. Beziehungsweise wir können noch die anderen 2 Kisten da holen. Dass wir das Kraftwerk mal einmal komplett gelootet haben. Aber wie gesagt, es spielt jetzt keine Rolle. Wenn jetzt jemand kommt und uns noch wegknallt oder so. Aktuell habe ich nichts gegen Fights. Sehr gerne sogar. Und ob wir jetzt da 300, 400 Scrap nach Hause bringen oder nicht, spielt keine Rolle. Gut, man könnte nochmal eine Pistole eintauschen oder so, oder 2. Wir könnten natürlich nochmal so ein Portal suchen. Vielleicht finden wir irgendwo eins hier in der Ecke. Dann können wir nochmal durch so ein Portal gehen, wenn sonst hier gerade tote Hose ist. Oben ist auch nochmal eine Waffenkiste. Komm jetzt, Mr. Kraftwerk, du hast mich noch nie enttäuscht. Komm. Kann ich hier eigentlich auf den Turm gucken? Geht doch rein, Junge. Okay, jetzt noch unser First Aid Kit. Ne. Wie gesagt, ne.
Naja. Naja. Mr. Zombie verfolgt uns. Ja, komm mal mit. Nehmen wir mal ein paar Meter mit. Jetzt hier nicht auf der offenen Fläche hier dumm rumstehen. Ja, komm doch, hau jetzt nicht ab. Oh, der wieder ab, ey. Der weiß, was die so bei haben können. Kleiner Knaller, ey. Gut. Ja, ich überlege halt die, warum ich gerade so ein bisschen ruhiger bin. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, was noch sinnig wäre? Klar, wenn jetzt hier irgendwie Schüsse wären oder so, würden wir hinrennen. Logisch. Aber das ist halt gerade nichts. Ist halt gerade nicht. Ne? Also Spieler sind genug drauf. Ich habe gerade noch mal geguckt vor der Dingens hier. Aber wer weiß, was die alle so machen. Ne? Wer weiß, was die alle so machen. Fairerweise muss man sagen, ist dann jetzt aber auch der dritte Tag und wie gesagt, es ist ein amerikanischer Server. Es kann, weiß ich nicht, wo der steht, wie die Zeitverschiebung ist. Kann natürlich sein, dass da gerade Nacht ist oder was. Deswegen hier ein bisschen ruhiger ist die ganze Geschichte. Alter, 79 Haiku mal eben, oder was? Ja, Halleluja. Ja, aktuell scheitert es halt einfach echt. Wir könnten mal gucken wegen Flammenwerfer noch. Wo finden wir den denn? Das wäre doch nochmal eine Geschichte, die wir angehen könnten. Hier unten erst, oder was? 1100 Scrap. Ja, Halleluja, Alter. Das ist aber schon hart, oder? Und wie früh man auch die Pumpe kriegt hier mit 525, das ist ja nicht viel. Das ist auch schon krank. Naja, bevor der Scrap jetzt rumliegt, gehen wir schon mal rein in den Zweig. Was ist das hier? Selbstgebaute Landmine, okay. Ja, wisst ihr was? Ich gehe nochmal scrappen jetzt. Nee, das kann alles weg. Flammenwerfer lasse ich mal liegen. Rohre brauchen wir auch. Machen wir so, das können wir mitnehmen. Stoffenmäßig könnten wir uns auch nochmal ein bisschen was organisieren. So. Gut, dann kann ich halbautomatische Pistolen auch bauen. Lasse ich die mal liegen. Wir können die Savage-Äxte bauen. Ja. Dann wären wir jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg eigentlich. Ja? Da wären wir jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg, ey. Gut, viel ist das jetzt nicht hier, ne? Es sind 60. Ich weiß nicht, was ein Rohr gibt, aber das sind schon 110, 170. Also es lohnt schon. Wir gehen auf jeden Fall scrammen. Habe ich, naja. Da drüben läuft was im Wald. Nee, Alter. Lol, willst du mir sagen, du pickst jetzt echt die Wand auf, wo ich dir hinten schon weggenommen habe? Oder hackt der irgendwo Stein? Oh, was ist das denn für ein Idi?
Oder seine Butze zurückhaben, oder was? Wollte die Foundation weghauen, damit er den Bauschrank wegnehmen kann, oder was? Junge, bau doch einfach neu. Oder hat er gehofft, ist noch was im Bauschrank drinne? Ah, ja, das war wahrscheinlich. Ja, Dude. Ja, ich war gerade überlegen, nehme ich den Scraper da, aber da bist du immer so gefangen. Ich nehme den Scraper hier hinten. Auch wenn hier mehr los sein könnte. Fühle ich mich wohler mit dem Scraper. Ja, er hat wahrscheinlich gedacht, hier hat einer geradet oder so und hat den Bauschrank nicht aufgemacht oder sowas. Und wollte jetzt die Foundation wegpicken, damit der Bauschrank kaputt geht. Komisch. Trotzdem komisch. Weil wenn da eine Wand fehlt, sollte ja klar sein, dass im Bauschrank auch nichts mehr drin ist. Aber gut. I don't know. Jeder wie er meint, ne? Jeder wie er meint. Ja, ist wieder Überlänge hier, ich sehe schon. Oh, das Quellen ziehen wir jetzt dann durch, das bringen wir nach Hause. Oder versuchen es. Boah, es dauert aber auch ewig hier, oder? Ja, komm. Bringst du die scheiß Garn da eben weg, dass ich hier noch raus kann wieder. Okay, 250 Scrap haben wir dann nochmal. Und wir müssen ja gerade ein bisschen was übergehabt haben. Habe ich aber gar nicht mehr dran gedacht, so flammenwerfermäßig, ne? Aber damit, gut, wir haben jetzt eh nicht, da müssen wir ein paar Tiere erst töten und so. Aber einfach mal, ja, für mich fürs Gefühl, sag ich mal. Ne? Mal ein Gefühl kriege so vom Aufwand, den ich betreiben muss, um bestimmte Sachen zu erreichen. Das ist schon ganz wichtig. Jetzt so, um an die Zukunft zu denken. Also was anbelangt. Ich hätte sagen können, dass die schon mehr gespawnt ist. Irgendwann brauchst du gar nicht werfen, deine komischen. Komm halt einfach mit. Oder das ist jetzt echt noch mal weggepickt oder was? Junge, du weißt aber Ausdauer.
echt nochmal hin und hat es weggepickt. Lob und Anerkennung dafür. Sag ich dir, wie es ist, ey. Jo, Leute, wir sind schon wieder voll über die Zeit hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Alles andere wie immer super gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge hier nahtlos wieder. Ja.